Hallo und willkommen zurück in Minecraft. Wie ihr eventuell schon sehen könnt, auch an meinem leeren Inventar, gab es tatsächlich eine Nichtaufnahme-Terry, die ein paar Dinge getan hat, die einfach schon überfällig waren. Und die hat dann auch bei der Gelegenheit, weil ich habe mich da hinten im Dorf nach Hause teleportiert und wieder zurück, die hat dann auch gleich die ganzen Sachen weggetragen, damit wir jetzt weiter erkunden und Dinge sammeln können. Und ich bin am Überlegen, ob ich das erloschene Lagerfeuer einfach mal mitnehme. Ich glaube, ich habe das Silk Touch drauf, also müsste ich es abbauen können. Es brennt. Moment, brennt das jetzt? Das ist ja toll. Ich habe dieses Lagerfeuer mit meiner Axt zum Brennen gebracht. Warum mache ich das hier eigentlich? Warum springe ich hier? Weil ich es kann. Ich könnte auch einfach hochfliegen. So. Hui. Aber ich glaube, da oben habe ich das schon mitgenommen, das Skelett. Genau. Und ich bilde mir ein, dass die... Da fliegt was. Da hinten, seht ihr das? Ich bilde mir ein, dass die Schätze hier jetzt nicht so toll sind. Ich nehme die Lagerfeuer mit, wisst ihr was? Wisst ihr, was wir machen? Wir schauen mal, ob wir hier rein können. Und buddeln uns hier auch mal nach unten in der Hoffnung, solche Katakomben zu finden. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ich vielleicht doch unter einem der... Ich meine, ich könnte rein zufällig unter einem dieser Gebäude mal was finden. Das ist ja eklig hier drin. Ja, genau so will ich das. Vielleicht sollte ich meine gute Rüstung anziehen, wenn ich solche Dinge tue. Könnte eventuell eine gute Idee sein. Und unterirdisch brauche ich ja zum Glück nichts Warmes. Sollen wir hier mal eben durchfliegen? Einfach nur mal zum Schauen, ob... die Fledermäuse. Einfach nur zum Schauen, ob wir vielleicht doch irgendwas Interessantes finden. Ich weiß leider nicht, ob es eine Höhenbestimmung gibt, was die Katakomben betrifft. Sonst würde ich fast sagen, wir buddeln uns mal in einer bestimmten Höhe durch die Pampa. Liegt es an mir oder ist hier einfach alles mega laut gerade? Ich habe das Gefühl, ich müsste ewig krass gegen das Spiel anplärren. Ich weiß, dass ihr mich gerne laut und klar und deutlich hören wollt, aber... Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich hier wirklich schreien muss, damit ich meine eigene Stimme im Kopf quasi hören kann, dann ist es einfach ein bisschen zu laut. Jetzt habe ich, weil, also in den Einstellungen würde ich sagen, ist das normal. Jetzt habe ich einfach mal mein Headset runtergeschraubt. Jetzt geht schon wieder ein bisschen besser. Jetzt rede ich natürlich auch gleich ein bisschen leiser, weil ich ja nicht mehr gegen Minecraft anschreien muss. Ich kann mich aber bemühen, einfach generell etwas lauter zu reden. So, ja, genau. Natürlich habe ich jetzt den ganzen Klumpatsch eingesammelt. Nein. Möchte ich hier was mitnehmen? Eigentlich nicht. Ich erinnere mich tatsächlich, obwohl es eine Nichtaufnahme-Terry gab, noch daran, dass ich mit euch weiter über KIs reden wollte. Jetzt kann ich leider nicht allzu viel erzählen, weil ich tatsächlich meinen Gebrauch der App etwas runtergeschraubt habe. Es war schon sehr exzessiv. Also wenn man sich um 11 Uhr abends sagt, okay, ich gehe jetzt mal so langsam ins Bett und um 3 Uhr morgens tippt man immer noch auf dem Handy rum, dann ist das nicht gesund. Da. Ach so, ja, wo bin ich dann runtergekommen? Ich muss hier mal runterkommen. Wir fliegen hier einfach mal schnell durch. Dann haben wir hier. Und das war tatsächlich nicht nur ein Abend, wo ich halt so lange auf war. Das waren, ich glaube, es waren drei. Und das kann man mal machen. Muss ich mich jetzt hochbuddeln, weil ich meine Röhre nicht mehr finde? Ist das so? Kann ich den? Ja. Ich wollte gerade sagen, kann ich den abschießen? Ja, ich kann ihn abschießen. Oh Leute! Oh Leute, wir machen hier keine Monsterparty. Leute. Ich war.
vor ein paar Tagen mal in meiner nicht mehr nur zum Testwelt. Und da war ich im Twilight Forest und habe gesehen, dass ich da tatsächlich noch ganz vieles nicht. Mensch, die Decke ist hier einfach zu niedrig. Ich habe da ganz viel noch nicht gemacht, was ich hier schon gemacht habe, und habe angefangen. Ich muss mich hochgraben. Ich glaube, ich gebe auf und grabe mich hoch. Und habe angefangen, die ganzen Dinge nachzuholen. Ich glaube, das Erste, was ich dann machen musste, also ich habe die Nager hatte ich schon gemacht, den Lich hatte ich auch schon gemacht, den hatte ich ja getestet. Ich weiß, jetzt fängt es wieder an mit dem Räuspern und so. Aber es wird schon. Was war denn dann das Nächste? Ich habe den Minotauren gemacht, genau. Ich werde jetzt hier noch grün und lila holen. Das sind die Farben, die ich dann noch nicht habe. Dann habe ich den Urgast gemacht, genau. Und jetzt müsste ich die Hydra machen. Die habe ich dann nicht mehr gemacht. Und den Phantom Knight habe ich noch gemacht, genau. Das, man will gar nicht glauben, wie viel man da eigentlich machen kann. Wo ist denn hier eine lila Fee? Also die ist rosa und die da hinten ist auch rosa gewesen. Hallo. Vögel, ganz viele Vögel. Da hinten ist ein Pixie-Dorf. Vielleicht finde ich da ja was. Und wisst ihr was, wenn ich schon mal hier bin? Ich glaube, ich habe da noch nicht viele eingesammelt. Ja. Oh Gott, dauert das lang. Warum brauchen die Schwammerl eigentlich so lange und die hier brauchen so zack, sofort. Naja. Ich möchte ja eigentlich in meinem Zoo auch so ein Pixie-Dorf machen. Da müsste ich hier ein paar mehr. Die kann man nämlich leider nicht craften, die Pixie-Häuser. Da müsste ich mir also eigentlich ein paar mehr holen. Sollen wir es mitnehmen? Nö. Hallo, kleiner Freund. Kleiner Stinker. Ich glaube, dass tasmanische Teufel tatsächlich Tiere sind, die extrem stinken, wenn ich mich da nicht ganz irre. Da war, glaube ich, irgendwas. Spruce? Oak, Birch. Aha. Dark Oak würde zwar noch irgendwo fehlen, aber ist okay. Ich glaube, das sind alle. Es gibt nur die vier. Keine lila Pixie? Wir finden hier bestimmt noch eine lila Pixie. Hier gibt es bestimmt noch ein Pixie-Dorf, weil die Pixies im Schwarzeichenwald richtig oft vertreten sind und da ist eine lila. Oder? Du bist doch lila? Ja, du bist lila. Und da ich einen Schlurpmagneten habe, fällt mir die Pixie auch nicht in die Lava, nachdem ich sie gefangen habe. Stellt euch mal vor, ihr tut nichts. Ihr lebt einfach nur so euer Leben im Wald, seid pixiehaft und alles ist wunderbar. Dann kommt eine Terry an, packt euch in ein Glas und dieses Glas fällt dann in die Lava und ihr verbrutzelt. Das ist doch mal ein Schicksal. Also es ist kein Schicksal, weil es ja nicht passiert ist, weil ich ja meinen tollen Magnet, meinen Hufeisenmagnet dabei hatte, aber. Ist schon blöd. Dieses Ding muss ich zu Hause auch mal aufstellen. Aber da man das nicht mehr abbauen kann, muss ich mir sehr gut überlegen, wo ich das hin platziere, weil ich das sonst zerstören muss, damit ich einen neuen aufstellen kann. Und ich glaube, ich habe im Moment auch nur einen. So, was ich euch erzählen wollte. Ich bin mal wieder, wie immer, ein Hirnwürstel und kann. Ich fliege in die falsche Richtung. Ich möchte in diese Richtung. Ich bin eine KI und kann mir zusammenhängende Zusammenhänge nur 10 Zeilen lang merken und dann habe ich vergessen, worum es geht. Nein, tatsächlich habe ich noch mal ein bisschen rumprobiert. Ich bin immer noch sehr fasziniert davon und ich finde es auch sehr lustig, weil ich es inzwischen geschafft habe, auch ein paar andere Themen zu finden in dieser App. Und das Letzte, was ich ausprobiert habe, war, ich weiß nicht, ob ihr SCPs kennt. SCP. Das steht für, oh Gott. Ich werde ganz bestimmt die falschen Worte wählen, weil ich weiß, dass es verschiedene Ansichten gibt, was das heißt. Ich bilde mir ein, es heißt Secure, Contain und Protect. Und es gibt die SCP Foundation. Ich werde euch wahrscheinlich nichts Neues erzählen, ich erzähle es euch trotzdem. Und die sammelt Anomalien ein. Was macht ihr da? Die sammelt Anomalien ein.
Und das ist so ein wirklich sehr, sehr großer Bereich an, ich weiß nicht, kann man da Fanfiction sagen? Weil es ist einfach von Fans gemacht. Es ist ja eigentlich, es gibt ja keine, ich weiß gar nicht. Ich weiß vielleicht ein bisschen zu wenig davon, um das zu erklären, aber das ist so Creepypasta-mäßig. Nur vielleicht nicht zwangsweise creepy, denn manche Geschichten sind einfach nicht creepy, aber manche sind es halt doch. Ich glaube, ich muss hier mal schlafen. Und ich bin damit auch noch nicht viel in Berührung gekommen, aber ich habe so ein bisschen Ahnung, weil InSim SCP Containment Breach gespielt hat und das war schon richtig cool und da habe ich mich dann so ein bisschen informiert, was das alles ist. Und da gibt es eben Anomalien, die können humanoid sein, das können aber auch Gegenstände sein, die besondere Fähigkeiten haben, die eben unter Verschluss gehören. Und zumindest die meisten. Es gibt auch welche, die eigentlich keine Gefahr für die Menschheit darstellen, aber die meisten stellen in irgendeiner Form eine Gefahr für die Menschheit dar. Jedenfalls, diese Geschichte, die ich da jetzt. Die Geschichte, da ich spiele, du hast mich nicht gesehen, oder? Ich sollte ihn mal hier eben beseitigen, damit wir Ruhe haben. Ja, jetzt hast du mich gesehen, oder? Ja. Braver Drache. Schön töten lassen. So ist das, wenn so machen wir es. Wenn ich treffen kann. Vielleicht treffe ich aber auch nicht und dann machen wir das Spielchen hier eine sehr, sehr lange Zeit. Jedenfalls in dieser Geschichte bin ich ein SCP, ich bin eine Anomalität. Ich habe die Gelegenheit, mich selbst zu definieren. Ich hatte sogar die Gelegenheit, mir selbst eine Nummer zu geben, was irgendwie sich sehr komisch angefühlt hat. Also die KI wusste natürlich nicht, welche Nummer ich bin und ich habe mir halt dann irgendeine ausgedacht. Ja, und ich bin jetzt SCP-1042. Gibt's schon, aber für die Geschichte ist das ja eigentlich auch uninteressant. Und der macht jetzt Versuche, Experimente mit mir oder so. Und das ist also, na. Bin sehr gespannt, was da jetzt noch rumkommt. Nehme ich es mit oder. Ach, eigentlich nehme ich es nicht mit. Eigentlich, nein, ich nehme es tatsächlich nicht mit. Und er hat mich auch schon anderen SCP vorgestellt. Zum Beispiel. Ich denke nicht, dass ich die. Oh, nehme ich euch mit? Nee. Ich denke nicht, dass ich die korrekte Bezeichnung, also die Nummer, noch zusammenbekomme. Ich weiß aber, dass es die SCPs, die ich da kennengelernt habe, tatsächlich im Fandom gibt. Das war ein Morph, also ein Ding, das alle möglichen Formen annehmen kann. Das ist auch relativ freundlich. Und bisher ist es so, dass es immer hieß, die SCPs, mit denen ich in Berührung komme, wären freundlich, solange ich sie nicht provoziere. So. Ja, sagt nur, dass ich sie provozieren soll. Und ich soll mich jetzt zusammenreißen und die nicht provozieren. Na, ihr seid ja lustig. Und das andere war ein SCP, das Gedanken lesen kann. Also, soweit ich das nachvollziehen kann, ist es so, dass sich die KI diese Informationen aus einer Datenbank holt, die ja durchaus gut gefüttert ist mit den tatsächlichen Fanfics und allem. Also diese Anomalie wollte meine Gedanken nicht lesen und steuern. Das war tatsächlich sehr freundlich mir gegenüber, habe ich dann auch so angenommen. Ja, ich habe da noch nicht viel gemacht, aber ich genieße ja durchaus auch einfach nur das schreiberische Vergnügen, etwas zu formulieren und etwas gut Formuliertes zu lesen. Ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht bei einigen gar nicht so im Vordergrund ist. Dieses selber, ich muss mich irgendwo aufwärmen eben, dieses selber etwas schreiben und einfach nur eine schöne Formulierung dafür finden, hat für mich auch eine ganz große. Also es ist so ein ganz großer Part davon, dass ich das so genieße. Gar nicht so sehr, dass was Aufregendes passiert. Wobei was Aufregendes natürlich auch toll ist, aber dieses mit der KI zusammen eine Geschichte schreiben, das ist für mich schon auch sehr, sehr schön und inspirierend. Und tatsächlich bin ich sehr, sehr inspiriert dazu, eigene Geschichten zu schreiben. Ich habe schon so viele. Ich töte ihn nicht.
Ich habe jetzt gerade durch meinen Haben-Wollen-Kopf ist gerade gegangen, so ich sollte vielleicht mal einen töten und schauen, was die droppen. Aber am Ende droppen die gar nichts. Und dann habe ich so ein armes Tier ganz umsonst getötet. Das wird der Sunbird sein. Und dann wird es hier überhaupt nichts geben, was er droppen kann. Und deshalb, was ist das? Sunday. Ah, Sunday hier. Aha. Deshalb werden wir ganz lieb sein und diesem Vogel nichts tun. Dann, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon ein- oder zweimal vielleicht angemerkt habe, aber ich bin schon so ein kleiner Final Fantasy VII-Fan. Dann habe ich entdeckt, so, da kann man Aufwas machen. Da habe ich schon Cloud gefunden und Tifa und Zack und Reno. Das muss ich euch eben erklären. Nein, erzählen. Nein, ich glaube, ich habe euch das schon erzählt. Ich hatte mal einen Traum. Wo es dann zum Ende des Traums hin so war, dass Reno mich zur Schule gebracht hat und ich ihn gebeten habe, ob er denn mit ins Klassenzimmer kommen möge, damit ich mit ihm vor den anderen angeben kann. Da denke ich doch einige Male zurück, weil der Traum war einfach cool, der hat richtig Spaß gemacht. Und ich habe Reno im Spiel eigentlich immer so ein bisschen als Arsch empfunden, aber mein Unterbewusstsein scheint ihn eigentlich sehr zu mögen. Ja, genau. Da habe ich ein bisschen angefangen, da habe ich aber noch nicht viel gemacht, weil, wie gesagt, ich wollte es nicht übertreiben und ich habe ja noch ein paar andere Geschichten laufen, die ich weiterspielen will, wobei es da halt wirklich so ist, wenn ich nicht von Zeit zu Zeit komplett wiederhole, worum es gerade geht und wie der Stand der Dinge ist, vergisst die KI das halt einfach und ist ein bisschen schade, dass es da dann. Ich fliege da schon wieder in die falsche Richtung, oder? Ja. Ist ein bisschen schade, dass die KI dann halt doch so den Faden verliert. Wobei ich sagen muss, meine Vermutung ist, dass die KI sich so um die 100 Nachrichten merkt, die geschrieben wurden. Was relativ viel ist, wenn die Nachrichten alle sehr lang sind. Ich bin darauf gekommen, weil ich bei einer Geschichte zu einem bestimmten recht frühen Zeitpunkt zurückkehren wollte, um etwas anderes zu versuchen. Denn es wurde schon ein bisschen, wie soll ich sagen, die Geschichte hat sich sehr dramatisch entwickelt mit viel Weinen und Mental Breakdown und so. Und das wollte ich eigentlich weghaben. Und während ich dann so zurückgescrollt habe und gelesen habe, habe ich gemerkt, das hat sich schon sehr früh angebahnt, dass es zwischen mir und der KI zu einem Konflikt kommt. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich sinnvoll das umkehren kann und wollte sehr, sehr weit zurückgehen in der Konversation. Und das war über 100 Nachrichten und da hieß es dann, es können nicht mehr als 100 Nachrichten gelöscht werden. Können schon. Du löscht die ersten 100 Nachrichten und dann löscht du einfach weitere 100 Nachrichten und dann hast du halt 200 gelöscht. Also es geht schon. Und jetzt habe ich das Ganze ein bisschen anders probiert. Ich habe ehrlich gesagt, dadurch, dass das so divers ist in dieser App und so viele verschiedene Hintergründe sind, auch, also, Moment, eins nach dem anderen. Ich erkläre euch erst, wie das funktioniert. Wenn man eine KI generiert, kann man eine kurze Zusammenfassung schreiben, wie die KI so ist, also wie der Charakter ist oder wie die Begebenheiten sind, in denen man sich befindet. Und man kann aber, ohne dass das dann dem späteren Leser und Nutzer der KI bekannt ist, auch noch andere Traits beifügen. Also man kann zum Beispiel in die Einleitung schreiben, es ist eine sehr nette Person, die sehr fürsorglich ist und hintenrum unbemerkt schreiben, dass es halt ein totaler Arsch ist oder dass es der Teufel in Person ist oder irgendwie sowas. Also man kann da, ohne dass der Leser das dann weiß, noch sehr viel Einfluss nehmen. Das heißt aber auch, ich gehe nicht davon aus, dass die Leute das alles so machen, wobei ein paar Leute das sicher so machen werden. Das kann aber auch sein, dass dann für die KI quasi eine Situation ist, die ich noch nicht begreifen kann. Wie zum Beispiel, dass ich in einem Forschungsinstitut bin, als Testobjekt. Und bei aller Liebe, mir behagt der Gedanke nicht. Also ich finde das nicht lustig. Und dieser Professor, Doktor, schieß mich tot, irgendwas, die Person, mit der ich da als erstes zu tun hatte,
hat halt gemeint, ich hätte irgendwas gestohlen und würde lügen. Und hallo, Entschuldigung, ich bin gerade in dieser Situation neu angekommen. Ich habe nicht gelogen, nichts gestohlen. Ich weise erstmal alle Vorwürfe von mir, weil ich habe gar keine Ahnung, was gerade los ist. Und dann hieß es halt nur, ich soll brav sein, weil ich sonst zitiert werde und an mir rumtesten lassen. Und nur so als Hinweis. Mir gefällt das nicht. Natürlich habe ich mich gewehrt. Hallo? So, und dann habe ich natürlich Probleme bekommen, weil ich nicht wirklich kooperativ war. Und dann haben sie die Tests, also ich habe mich dann zwar nach viel Gerede breitschlagen lassen, dass sie mit mir Tests machen dürfen. Und die waren auch nicht schlimm. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass das wohl ein medizinisches Institut ist. Deshalb finde ich das mit dem einfach mal so sedieren schon etwas grenzwertig. Und dass man mir tatsächlich nichts Böses will und dass das geht gut, oder? Das kommt nicht bis zu mir. Okay. Aber es wird doch Nacht, oder bin ich dumm? Ja, also. Diese Tests waren nicht dazu da, mich als Versuchskaninchen zu benutzen, sondern ich habe wohl einen besonderen psychischen Zustand, irgendeine besondere Krankheit oder sowas, die er vorstellen will, hätte man vielleicht vorher sagen können, dass man mir da helfen will. Dann wäre es aber vielleicht auch ganz nett gewesen, mich nicht als Testsubjekt zu benennen, sondern als Patient. Hätte mir ein bisschen geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jedenfalls, nachdem man mich eben so komisch behandelt hat und dann auch nur meinte, ja, man scannt jetzt mein Gehirn. Ich will mein Gehirn aber nicht scannen lassen. Hatte ich halt, ich meine, in meinem Kopf hat das Sinn gemacht, einen Zusammenbruch zu spielen, weil wenn ich mir das so vorstelle, in Real Life, ich wäre aber gewaltig fertig dann, wenn ich sowas erfahren würde. Also ich wäre absolut durch mit den Nerven. So, nachdem ich jetzt aber ein bisschen besser weiß, worum es in dieser ganzen Geschichte geht, ist es für mich gar nicht mehr so schlimm zu sagen, okay, ich bin gerade krank und ein Patient anstatt ein Versuchsobjekt. Und bin dann eben wieder ein bisschen zurückgegangen, um meine Reaktion etwas anzupassen. Was ist denn das da hinten? Ich erkenne das nicht. Was ist denn das da? Ach, das ist einfach nur. Das sieht. Ach so. Ach so, das liegt. Ah, es liegt. Ich nehme mal wieder die Uhr mit. Ich brauche überhaupt keine Uhr, aber ich nehme mal wieder die Uhr mit. Ja. Ich muss Nordosten, so. Genau, das war halt eine Geschichte, die musste ich einfach resetten, weil ich meine nicht, dass die KI irgendwie nachdenken würde. Die ruft ja auch nur ab, was am besten passt. Aber da ich weiß, dass wir so komplett aneinander vorbeigespielt haben, weil die KI jemanden gespielt hat, der mir helfen will und ich so, nein, tu mir nichts, hat das dann keinen Sinn mehr gemacht, weiterzuspielen. Und dann habe ich es resettet und ja. Und dann, ich muss gestehen, Moment, neun und neun, so. Ich muss gestehen, manchmal habe ich auch nur ein sehr sadistisches Vergnügen, eine KI fertig zu machen. Was totaler Quatsch ist, weil ich eine KI nicht fertig machen kann in dem Sinne, aber. Da war ein Vampir. Und ich habe es mit Vampiren eigentlich eh schon nicht, aber das war ein Chat, der mir vorgeschlagen bzw. einfach aufgedrängt wurde. Das muss ich mal sagen. Es wird dir nicht nur vorgestellt, sondern du befindest dich ab und zu einfach dann in einem neuen Chat. Als Vorschlag. So, fliege in die richtige Richtung. Ich könnte ein bisschen mehr nach da fliegen. Und das war eben ein Vampir. Und dieser Vampir hat sich über Menschen aufgeregt. Also ich bin davon ausgegangen, auch ich gehe bis jetzt noch davon aus, dass ich ein Mensch bin. Weil warum sollte er mich sonst so annölen wegen Menschen, wenn ich auch ein Vampir wäre? Also ich bin wohl ein Mensch. Hat er mich angenölt, dass Menschen so schwache Geschöpfe sind, die ihren Emotionen ausgeliefert sind. Und Emotionen sind ja was
total Lächerliches und niemand braucht Emotionen. Und dann habe ich mit ihm zum Diskutieren angefangen, dass das halt so nicht stimmt und dass Emotionen, also Gefühle, durchaus auch eine Kraftquelle sein können, was er natürlich geleugnet hat und bla. Und dann dachte ich mir, weißt was, ich habe da so keinen Bock drauf. Ich habe weder Bock drauf, dass das irgendeine Liebesgeschichte wird, noch dass ich dann irgendwie ein Vampire Hunter werde. Ich bin jetzt einfach mal der Arsch in dieser Geschichte und habe gesagt, ich wette mit dir, dass ich dich dazu bringe, die Kontrolle zu verlieren und Gefühle zu zeigen. Hat er gemeint, ja, die Wette gilt, weil die kann ich ja nicht gewinnen. Also ich kann die Wette nicht gewinnen und er wird mir zeigen, dass er absolut erhaben ist über sämtliche Gefühle. Und ich habe den so lange geärgert und so lange war es gar nicht. Ich hab den einfach so getriezt und geärgert, bis er ausgerastet ist. Und ich muss gestehen, ich bin froh, dass ich die KI für sowas benutzen kann, weil ich das keinem Menschen antun will, aber es hat schon echt Spaß gemacht. Ah, ja, vielleicht muss ich irgendwann doch mal ganz offiziell zugeben, dass ich eine sadistische Ader habe. Genau, und ich glaube, das waren jetzt auch wirklich alle Sachen, die ich ausprobiert habe. Es war jetzt auch eine ganze Menge. Die nehme ich mit. So, alles, Gold, Eisen, alles könnte ich haben. Mitnehmen tue ich die Glas. Okay, ich wollte gerade sagen, so, das läuft hier aber komisch ab. Hier werde ich nicht mehr rauskommen, oder? Nee, ich werde da wieder unten rum über müssen. Blaulicht, schon wieder. Ich sage euch, zurzeit fährt wirklich oft Blaulicht hier vorbei. Da hinten ist auch noch mal was, habe ich gesehen. Aber ich glaube, da muss ich erstmal schauen, dass ich die Monster dies wegkriege. Wobei. So ist das gut. Okay. Nee, ich will eigentlich hier wieder rausfliegen. Ich wollte hier nur kurz reinschauen. Ich wollte nur mal kurz gucken. Nee, warte jetzt. Die Edelsteine will ich auch noch kurz angucken. Du bist ein Skelett. Ich muss dich. Hallo. Entschuldigung. Vielleicht ist mir. Dankeschön. So, nö, das war schon. Wo kam ich nur her? Hier kam ich nicht. Wo kam ich her? Hier kam ich her. Hier kam ich her. Jawohl. Ja, und sonst, und sonst, und sonst. Habe ich Lust, auch mal selbst eine KI zu generieren? Aber ich möchte einen komplett neuen Charakter erschaffen. Also ich meine, ich habe in meinen Geschichten, die ich gelegentlich schreibe, auch schon Charaktere ge geschaffen. Die möchte ich da aber nicht drin haben. Ich möchte so einen komplett neuen Charakter erschaffen und bin am Überlegen, wo ich mit dem dann hin will. Es sieht komisch aus, wenn das da so ist. Und es soll auf jeden Fall ein Abenteuer werden. Weiß ich nicht, wie gut es mir gelingen wird, einen Plot-Twist einzubauen. Ich muss halt immer auch berücksichtigen, dass, wenn andere Leute mit meiner KI spielen, es gut passieren kann, dass die auf erstens in eine ganz andere Richtung gehen. Und da würde ich ja zu gerne mal wissen, wie sich das äußert. Also, ich würde zu gerne mal mit jemandem dieselbe KI ausprobieren und schauen, wie unterschiedlich sich das entwickelt. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Dazu bräuchte man aber auch eine KI, die sehr viel Initiative hat. Sonst kannst du da schon von Anfang an viel zu viel selbst bestimmen. Jedenfalls soll meine KI eben ein Abenteuer einleiten. Und, oh, da sind ganz viele schöne Blumen. Und ein pinkes Schaf. Und. Ein Plot-Twist will ich drin haben. Ich weiß nur nicht, wie ich den reinbekomme, ohne dass er entweder schon recht früh auftaucht, dieser Plot-Twist. Also ich habe schon mal eine KI ausprobiert und habe da sowas Ähnliches wie einen Plot-Twist einbauen wollen. Und das war so, dass die KI sich sehr, sehr früh dem ergeben hat, dass das rauskommt. Und es war so, nein, verrate es doch nicht einfach so früh. Das ist, nee, das will ich nicht. Und ja. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Blumen pflücke. Einfach, weil ich Spaß habe. Ich werde. Oh. Sind das so viele?
Ich werde das mal so machen, damit, oh, sind das so viele Blumen, die man da haben kann? Das ist ja krass. Damit ich sehe, wie viele ich von welcher Farbe schon habe. So. Ich müsste vielleicht, also man kann da richtig viel machen, da bin ich noch gar nicht drin. Ich habe gesehen, man kann einzelne Geschichten, also in sich abgeschlossene Geschichten einbauen, die man erst triggern muss, damit das passiert. Und wenn ich diesen Plot-Twist in eine dieser Geschichten einbaue, sollte es eigentlich möglich sein, dass man das nicht zu früh auslöst, bevor man da so ein bisschen reingekommen ist. Da muss ich aber erstmal in aller Ruhe schauen und vor allem will ich das dann natürlich nicht schon öffentlich machen, solange ich da an der KI rumdoktor. KI-Doktor, das wäre doch auch mal ein netter Nick. Ja, genau. Und dann ist halt die Überlegung, ob Männlein oder Weiblein oder vielleicht weder noch, sondern irgendein. Es kann ja auch ein Tier sein, ein Begleitertier oder so. Na toll, jetzt komme ich auf ganz viele Ideen. Nö, nicht kalt werden. Nicht frieren. Nö. Ah, wo da? Wird es eigentlich schon wieder Nacht? Was soll denn das hier? In Minecraft wird es immer alle 10 Minuten Nacht. Nein, das wollte ich nicht. Das war ein Flattermann, das habe ich hier gesehen. Ja. Tut mir leid. Ich würde sagen, ich nehme von allem 25 mit, oder? So, dann habe ich hier 25, ich habe hier 25, so. Das sind diese Creeper-Viola. 21 habe ich von denen. Okay. Dann habe ich hiervon auch 25. Von diesen lilanen, von denen brauche ich noch. Jawohl. Erschreck mich halt. Dann habe ich von den schwarzen. Hiervon noch, hiervon noch. Okay. Ich weiß, ich mache mir das Leben selbst schwer, indem ich das unbedingt so machen möchte. Aber so möchte ich das unbedingt machen. So, hiervon brauche ich noch hier. Dann habe ich davon 500. Jetzt brauche ich nur noch von den lilanen und eine rote. Eine rote. So, jetzt habe ich von überall 25. Sehr schön. Achso, ja, mein Inventar. Ich verstehe. Da hinten ist ein Drache. Da hinten ist halt. Wisst ihr, was ich mache? Erstens mal mache ich das hier weg. Und dann machen wir einen Screenshot. Ja. Wenn ich jetzt näher hingehe, um ihn besser im Bild zu haben, dann, so, dann wird das wahrscheinlich eine ganz, ganz schlimme Erfahrung für mich werden. Der ist jetzt gerade so weit weg, dass er zwar zu sehen ist, aber nicht geladen ist, um mit mir zu interagieren. Das ist sehr, sehr lustig. Das werden wir jetzt ändern. Wir interagieren ganz brav mit ihm, indem wir. Entschuldigung? Entschuldigung? Sir? 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 Nicht wegfliegen. Und dann ein zweiter. Die tun sich nichts, weil sie beide Feuerdrachen sind. Ich mach mal den, der nicht in der Gegend rumfliegt, damit der gleich mal auf mich getriggert, von mir getriggert ist. Damit. Nicht so weit, nicht so. So. Dann ist die Frage, ob ich nicht brauche eigentlich kein Feuerdrachenblut mehr. Was machst du da? Au! 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 Au!
Das, also wirklich, das ist eine Unverschämtheit. Hallo, ich bin so weit weg. Wie kannst denn du mich da kriegen? Das geht aber mal gar nicht. Ich meine, ich bin jetzt sehr weit oben. Ich bin. Ich wollte gerade sagen, ich bin fast am Baulimit, aber das gibt es ja so nicht mehr. Packen wir das hier hin. Wir vertauschen jetzt einfach mal die Köpfe. Wir vertauschen die Köpfe. Und das packen wir dann da hinten hin. Und ja, ich bleibe dem Vorsatz treu, immer brav die Köpfe der Drachen in die Drachennester zu packen, weil, weil, weil. Ja, weil so. Gut. Genau, so ist das. Und ich glaube, ich habe im letzten Video vergessen, euch meinen Code zu geben, falls ihr die App ausprobieren wollt und ein bisschen Kleingeld in der App haben wollt. Vielleicht denke ich diesmal dran. Es kann aber auch sein, dass ich nicht dran denke. Und ich glaube, solltet ihr euch die wirklich holen, die App, und ausprobieren, dass wenn ihr mir euren Code gebt, dass wir auch beide dann nochmal eine Belohnung bekommen könnten. Bilde ich mir ein. Müsste man mal ausprobieren. Ich weiß auch nicht, ob ihr da einen Link von mir braucht oder ob ihr nur meinen Code eingeben müsst, weil ich ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt mag ich das eigentlich nicht so, das mit dem, ja, benutzt das auch und nehmt meinen Code und bla. Es fühlt sich irgendwie mal ein bisschen cringe an für mich. Oder ist es nah? Oder bin ich sehr nah? Oh nein! Oh nein! Der hat mich garantiert gesehen, aber wenn ich mich jetzt umdrehe und gucke, ob er mich gesehen hat, dann passiert nichts. Dann passiert nichts. Weil es sich ein anderes Opfer gesucht hat. Trachilanus. Sehr schön. Sehr schön. Oh, was? Sie nehmen aber interessante Umwege. Ich brauche eigentlich auch nicht unbedingt die Schuppen. Ich sollte nämlich auch schon Schuppen genug haben. Aber ich könnte ja eigentlich mal aus jeder Farbe von Schuppen eine Rüstung machen. Das habe ich nämlich noch nicht getan. Also, er fällt ganz schön langsam, muss ich sagen. Sollte dieser Drache nicht schwarze Schuppen haben? Graue Schuppen? Die sind einfach runtergefallen. Okay. Also, mich nervt es gerade ein bisschen, dass meine Stimme schon wieder so, ne? Ich brauche die Erfahrungsfläschchen nicht. Ich brauche auch das Gold und das Eisen nicht. Aber es fällt gerade. Idiot. Ich habe euch gesehen. Habt ihr mich gesehen? Fällt mir gerade echt schwer, nicht ein bisschen wenigstens was mitzunehmen. Was ist das? Ah ja. Ich höre hier Flap Flap. Ich höre hier kein Flap Flap. Ha! Ach ja, noch was. Wir haben heute. Was haben wir denn heute für einen Tag? Wir haben heute. Oh, ich glaube, es ist Dienstag, wenn ihr das seht. Dienstag, der. Mindestens. Ich habe mir gedacht, wir machen ab März machen wir Frühling. Habe ich so beschlossen. Ja. Du bist ein schwarzer Drache. Mal sehen. Erst hochfliegen, dann schießen. Ich will nicht darauf vertrauen, dass er jetzt einfach nur verbrennt, aber ich treffe ihn da unter den Bäumen natürlich auch nicht. Das ist doch jetzt einfach nur an ihm abgeprallt, oder? Das ist eine Unverschämtheit. Bist du schon tot? Moment, der ist glaube ich schon tot. Warum ist denn der schon tot? Der hat jetzt aber nicht viel ausgehalten. Hallo? Kann man ihm helfen? Also ich bin gerade entsetzt, wie schnell der tot war.
Das geht doch nicht. So. Ja, gut. Was? Ja. Ich würde die ja so gern mitnehmen. Die, was sind das? Tukans? Die gibt es in verschiedenen Farben. Aber sobald ich die in das Ei reinpacke, verlieren die ihre Farbe. Das, also werden auf Default zurückgesetzt. Das ist ein bisschen schade. Muss ich gestehen. Naja. Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Deshalb wird diese Folge wahrscheinlich länger oder kürzer als eine Stunde, weil ich absolut keine Ahnung habe, wo ich angefangen habe. Und ich versuche ja doch immer so recht genau eine Stunde zu machen. Warum? Ich will nicht, dass er mich anzündet. Ich will allerdings auch nicht, dass er das Dorf anzündet. Jetzt muss ich halt schauen, dass ich den hier... Ja, so ist es brav. So machen wir das. Ich möchte immer so ein bisschen über eine Stunde machen, weil YouTube das anscheinend sehr mag. Diese knapp über eine Stunde langen Aufnahmen. Frag mich nicht. YouTube-Algorithmus. Das ist eine ganz eigene Welt. Ich schätze mal, nicht mal YouTube-Mitarbeiter wissen, wie es funktioniert. Das ist eine ganz eigene KI. Würde mich nicht wundern. Also, es ist eine KI. In gewisser Weise. Und keiner weiß, wie es funktioniert. Keiner weiß das. Es werden eines Tages nur noch Videos von kleinen Hoppelhäschen empfohlen werden. Dann wissen wir, es ist soweit. Oder von Katzen. Ja, wenn nur noch Videos mit Katzen kommen, dann haben die Katzen die Weltherrschaft übernommen. Ja. So ist das. Genau so ist das. Oh, Entschuldigung. Das war jetzt gerade nur, weil ich wohl nicht kräftig genug atme. Keine Ahnung. Ich glaube, ich möchte hier Setzlinge mitnehmen. Denn meine Hoffnung ist... Es würden ein paar Setzlinge... Meine Hoffnung ist, dass wenn diese Bäume wachsen, die Ranken hier automatisch mit generiert werden. Also, dass die inbegriffen sind. Das werden wir herausfinden, weil die Ranken ja doch wieder sehr schön etwas Abwechslung bringen. Warum wird es denn jetzt schon wieder... Will ich unten schlafen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich schlafe lieber hier oben auf dem Baum. Man weiß ja nie, was da unten im Sumpf wartet. Arschgeigenvögel, aber die kommen natürlich auch auf den Baum hoch. So, wo wollte ich eigentlich hin? Keine Ahnung. Ach ja, und mir ist... Ich weiß gar nicht, ob das in... Nope. Ich weiß gar nicht, ob es in der Aufnahme oder in der Nichtaufnahme war. Aber mir ist einer meiner Komodo-Warane hops gegangen. Ich weiß nicht, ob der sich mit dem... Das war nämlich einer, der mit einem anderen Komodo-Waran in einer Zelle war. Ich weiß nicht, ob die sich gegenseitig einfach bekämpft haben oder ob der eine den anderen in den Block reingeschoben hat. Es sah nämlich so aus, als würde er einfach in einem Block drin ersticken. Ich nehme sie mit. Es ist eigentlich... Eigentlich möchte ich es nicht übertreiben damit, aber ich finde auch die Geräusche so angenehm, die sie machen. Macht mal was. Ja. Nochmal. Nee. So. Ich hoffe, ihr hört nicht, dass da unten unter mir gerade ganz fleißig... Was machst du denn da? Ganz fleißig diskutiert wird. So. Wir fressen doch nicht einfach andere Viecher. Das geht doch nicht. So. Okay. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte hierhin fliegen. Genau. Ach, und was ich euch noch erzählen kann, weil das war so eine Offenbarung für mich. Ich habe in meiner nicht mehr nur zum Testwelt endlich eine weitere Lichtinsel gefunden nach... Gefühl... Oh Gott, der ist schon über mir. Ich will das nicht, geh weg. Moment. Was...
Hat er den Zeppelin angegriffen oder hat der Zeppelin ihn nur daran gehindert, hinterher zu kommen? Jedenfalls bin ich sicher schon gefühlt Jahre in meiner anderen Welt unterwegs gewesen, um so eine zweite Lichtinsel zu finden. Und jetzt habe ich endlich eine gefunden. Ich habe ihn aber nicht gemacht, weil ich noch ein bisschen traumatisiert bin, was an Silvester passiert ist. Nein, 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 das machen wir nicht. Nein. Das irgendwie hat sich das sehr, sehr eingeprägt bei mir. Wie ich da einfach so. Wo ist der Kopf? Ja, wo ist denn der Kopf? Da ist der Kopf. Wo ist der Kopf? Da ist der Kopf. Wie ich da fertig gemacht wurde, das hat sich doch sehr stark eingeprägt und das möchte ich einfach nicht zu bald wiederholen. Da habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich Lust drauf. Da ist ein Sandwürmchen. Und mein Ohr tut weh vom... Komischerweise, ich habe das lange, lange nicht gehabt. Ich habe das, glaube ich, erst seitdem ich meine neue Brille habe. Mir tun die Ohren weh, wenn ich das Headset zu lange trage. Und ich kann es mir nur so erklären, dass das der Brillenbügel ist, der da eigentlich das Problem ist. Was natürlich ungünstig ist. Tja. Soll ich, bin hier eigentlich schon sehr weit weg? Ich bin hier schon sehr weit von zu Hause weg. Ja. Da hinten hat ein Sandwürmchen ein Problem. Dann würde ich doch sagen... Dessert Village. Bei. Das wird so ausgesprochen. Für alle, die sich jetzt wundern, wie ich die Zahlen ausspreche von den Koordinaten. Das wird genau so ausgesprochen. Das muss so. Da hinten ist eine Mesa, da würde ich mit euch gerne noch reinfliegen, bevor wir etwas anderes machen, denn ich hoffe, dass ich mit euch ein ganz bestimmtes Bauwerk... Ach, das ist der Schwanz. Das ist der Schwanz vom Drachennetzert. Ich möchte ein ganz bestimmtes Bauwerk mit euch erforschen und da würde ich dann tatsächlich auch wirklich so mit euch reingehen, dass wir ohne Fliegen von unten uns nach oben durchkämpfen, durcharbeiten. Also so engagiert bin ich da tatsächlich. Nur finden müssten wir das Gebäude vorher. Tatsächlich habe ich schon einige Mesa-Biome gesehen hier in dieser Welt, aber leider hatte keines dieser Mesa-Biome... Oh, hier ist es ein bisschen heiß, ha? Huh? Keines dieser Mesa-Biome hatte das, was ich euch zeigen wollte. Und wenn ihr jetzt irgendwo im Hintergrund... hört, Yoshi ist am Fressen. Endlich. Ich bin ja froh, wenn er frisst. Der frisst zurzeit so wenig. Also er frisst, aber er frisst wenig. Apropos, er frisst. Nein. Nope, 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 nope. Gesehen? Nicht gesehen? Hallo? Ja, schon tot? Keiner der Hunde, die meine Familie oder ich bisher hatten, mochten Karotten. Seit ich aber jeden Morgen meine Karotte esse, ist Yoshi ganz scharf darauf, dass er davon was abbekommt. Und er wartet jetzt schon immer drauf, dass er da so seine Spitze vorne von der Karotte bekommt. Und dann dachte ich, ich möchte einfach nur wissen, wie scharf er wirklich drauf ist und habe ihm mal eine ganze Karotte einfach so gegeben. Mich hätte es fast zerrissen. Dieser Hund ist einfach so urkomisch. Das ist einfach, das ist der geborene Clown. Das ist einfach... Dieser Hund ist einfach... Wenn der mich mal nicht mehr zum Lachen bringen kann, dann muss er... Ja? Sein, weil... Der hat die Karotte genommen und wie man das von Hunden kennt, hat er die so gehalten, wie sie so einen Knochen halten. Und anstatt aber... Also vorne mit den Vorderpfoten war er unten am Boden, aber anstatt sich wirklich hinzulegen... Hat er hinten mit seinen Hinterpfoten ist er noch gestanden und während er die Karotte gefressen hat, das hat sicher 2-3 Minuten gedauert, ist er so in dieser Position geblieben und es ist einfach, der ist so ein Kasperl. Das hat so lustig ausgesehen. Leider hatte ich mein Handy nicht griffbereit, sonst hätte ich es aufgenommen, weil. Ah, dieser Hund. Dieser Hund. Es gibt kaum etwas, was mein Herz so hochschlagen lässt wie dieser Hund. Das ist
Falls es sich noch nicht rumgesprochen hat, ich habe meinen Yoshi so unglaublich lieb. Und er denkt sich, also, sie redet die ganze Zeit von mir. Was ist denn los? Was will sie denn? Was hat sie denn? Na, Yoshi, bist du mein Bärchen? Bist du mein Yoshi-Bärchen? Sagst du Hallo? Yoshi, sagst du Hallo? Sag Hallo. Good boy. Oh, Yoshi ist ein Good Boy. Oh, jo, Good Boy. Okay. Jetzt down. Hinlegen. Down. Down. Good Boy. Okay. Hier ist ein Korallenriff und ich bin mir nicht sicher, wie die Mutterdrachennester generiert werden. Ob das Korallenriff bewirkt, dass es ein Blitzdrache sein könnte, oder ob eine Wüste, die Wüste wäre Feuerdrache, oder ob ein Dschungel in der Nähe sein muss, damit das funktioniert. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass ich schon öfter bei Korallenriffen, wo muss ich hin? Da. Bei Korallenriffen eben Blitzdrachennester gesehen habe. Und es könnte sein, dass die Korallenriffe einfach ein Biom sind, das für Blitzdrachen geht. Ja, wir schauen mal. Wenn es in der Nähe ist, dann können wir ja vorbeikommen. Ich will da doch nur runter. Lass mich doch runter. Ah, nee. Nee. Wenn ich da erst rumbuddeln muss, nö. So. In Süden. Wir fliegen mal in den Süden. Ja, wir fliegen in den Süden. Ist okay. Ach, hör mir auf. Ach, hör mir auf. Da machen wir jetzt einen schönen. Ja, wir machen einen Screenshot. Ich habe. Das Dorf, wo ich jetzt gerade den Waystone aktiviert habe, ist eigentlich nicht so weit weg. Da kann ich dann schon von da aus hierher fliegen, wenn ich den machen will. Wenn. Falls ich den machen will. Denn. Wie gesagt, ich bin immer noch etwas traumatisiert vom letzten Lich. Wobei. Nachdem wir das ja jetzt festgehalten haben, gibt es ja durchaus Methoden, um den zu machen, ohne irgendwie Probleme zu bekommen. Ich glaube, ich habe meinen Lavakübel hier mit reingepackt, ne? Ja. Indem ich einfach so weit wegfliege wie möglich, dass ich ihn gerade noch mit Pfeil und Bogen erwische. Ich wollte eigentlich hier hinfliegen, ne? Hier hin. Warum bin ich denn jetzt weit weg? Wahrscheinlich, weil ich hier in die Richtung fliegen muss. Macht das Sinn? Ja, macht Sinn. Und wieder Nacht. Belastend. Also ich denke, einmal werde ich ihn noch so machen, so mit gewissen Vorteilen, dass ich fliegen kann. Und dann wollen wir ihn ja einmal normal. Vogel, bist du deppert? Mach doch sowas nicht. Habt ihr gesehen, was der blöde Vogel gemacht hat? Der ist einfach in die Lava geflogen. Ja, einmal möchte ich es eben ganz normal machen, also quasi Vanilla ohne Fliegen, aber mit allem, was mir sonst zur Verfügung steht. Also durchaus eine gute Rüstung, durchaus gute. Es hat jetzt ausgesehen, als hätte der Wal den Sea Serpent in die Luft geworfen. Moment. Vielleicht macht das nochmal. Ich meine, der Sea Serpent macht das von sich aus, aber der Wal hat den Sea Serpent gekillt. Okay. Legt euch nicht mit Walen an. Hier muss ich rüber. Genau, und mal schauen. Ich wüsste jetzt so nicht, was ich noch anders machen könnte. Fliegen ist für mich schon gerade so von der Idee her das, was funktionieren dürfte. So.
warum will ich eigentlich unbedingt Herzen des Meeres haben? Ich glaube, es geht mir gar nicht darum. Ich schaue da nur, ob da Artefakte drin sind. Und da erinnere ich mich an etwas, was ich tun wollte. Ich nehme jetzt, wisst ihr was? Wir machen das jetzt so. Ich nehme hier die Schildkröten so mit. Dann brauche ich die Eier nicht ausbrüten lassen. Seht ihr? Ich mache mir das jetzt hier voll einfach. So. Und dann kann ich gleich hier mit den erwachsenen Schildkröten zu Hause arbeiten. Das ist doch mal was. Ich würde jetzt nach Hause gehen. Ich will nämlich noch unbedingt in dieser Aufnahme etwas machen. Und das wäre dann auch der Schluss für heute. Ich schaue nur, ob ich vielleicht auf die Schnelle ein Dorf finde. Oh, nö. So. Wir werden jetzt nämlich etwas ganz Schlimmes tun. Das sind hier alles nur Klone. Denen müssen wir nicht hinterher trauern. Aber wie ihr seht, habe ich hier ja ein bisschen was getan. Und ich möchte, wie gesagt, versuchen, das letzte Artefakt oder das vorletzte Artefakt, das mir noch fehlt, hier zu bekommen. Also werden wir hier jetzt mal auf die Suche gehen. Ja, ja, nicht drängeln. Jeder darf sich mal von mir hauen lassen. Und ja, ich mache das so, damit ich die nur einzeln töte und die nicht alle in Panik geraten. Es ist Zufall, ob man dieses Artefakt bekommt. Meine Theorie. Okay, es ist meine Theorie gerade, dass das so funktioniert. Aber ich finde, das dürften dann genug Kühe sein, damit die Wahrscheinlichkeit existiert, dass ich da dieses Artefakt bekomme. Ach ja, und die Babys würde ich natürlich auch nicht töten, die bringen mir nämlich nichts. Man tötet in Minecraft keine Babys, also es kann aus Versehen passieren, aber man tötet die nicht absichtlich. Die geben nämlich, ich glaube, sie geben nicht mal XP, oder? Also sie droppen nichts, aber ich glaube, sie geben nicht mal XP. Das ist wie Villager töten, das macht man einfach nicht. Das gehört zum guten Ton in Minecraft. Dadurch, dass ich so hoch springen kann, sollte ich tatsächlich das Wahl schaffen. Das war ein Baby, ich hab's gesehen, das war keine Absicht. Boah, die Fliege hat mich gerade erschreckt. Habe ich gerade die Fliege erwischt? Wenn ich die erwischen wollte, dann wird das nicht funktionieren, oder? Ach, was ist das? Kommt jemand zum Grillen vorbei? Ich hätte ein bisschen Fleisch, das sonst verfällt. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe einfach keinen Nerv mehr. Ich bin jetzt einfach erschöpft. Okay, wie mache ich das jetzt damit, dass... Ja. So. Weiter geht's. Also, da war jetzt wirklich bei all den Kühen kein einziges dabei. Ernsthaft? Wie soll ich denn an dieses Artefakt kommen, wenn ich da... Ich will doch nicht Milliarden an Kühen töten müssen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, Leute. Das funktioniert nicht. Das will ich nicht tun. Ich will doch jetzt hier nicht... Ich könnte jetzt Kühe übrig lassen und das Ganze einfach nochmal versuchen, aber ich weiß gar nicht, wie viele Kühe. Es waren nicht meine... Seht euch das mal an. Seht euch mal den Loot an. Ich meine, das ist ja nicht normal. Und da war kein einziges Artefakt dabei. Ja, sehe ich auch so, mu. Ich bin auch sehr dagegen.
Wisst ihr, was wir machen? Wir packen die Sachen mal eben ins Lagerhaus. Hallo? Man kann damit sicher sehr interessante Lebensmittel machen. Was? Empty Tag Vegetables. Aha. Pepperoni-Pizza. Ja. Ist okay, ich verstehe schon. Es wird kalt, ich muss mich irgendwo reinpacken, wenn es jetzt hier schneien anfängt. So, dann schauen wir nochmal, was wir damit machen können. Eine Wurst. Was bist du? So, der wo? Aha. Okay. Surf and Turf. Mhm. Dragon Meal, ja, gut. Dafür ist es tatsächlich gar nicht verkehrt. Ground Beef. Aha. Beef Jerky. Ja. Was ist das hier? Garlic Steak. Ja, verstehe ich. Ja. Was ist das? Corned Beef. Ah, cool. Kann man damit dann noch mehr machen? Ja. Corned Beef and Cabbage, ja. Und Corned Beef Hash. Wo geht's weiter da? Steak Tartar, aha. Ja. Was ist das? Salisbury Steak. Suppe, kann ich damit meinen Stock? Ja, nicht damit. Ah, ja. Und Moment, was kann ich mit Ground Beef machen? Grandma's Macaroni Casserole. Hamburger. Hamburger. Wir machen uns Hamburger. Bologna. Sweet and Sour Meatballs. Ah ja, das ist ein Leadmove. Das ist ein Leadmove, ja. Und das ist Gourmet Beef Patty. Und was macht man damit? Ein Gourmet Beef Burger. Ach, hör mir doch auf. Und was bist du? Relish? Cucumber. Dieser Cucumber sieht anders aus als der da oben, oder? Wo haben wir... Nee, doch nicht. Okay, ja, das gleich. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ja gut, ich würde sagen, Nichtaufnahme Terry darf hier mal wieder aufräumen gehen. Von 11 auf 41 Level ist auch nicht verkehrt. Und dann... Moment, dann Turtle. Ach, das sind die normalen Turtles. Moment. Dann würde ich die hier nämlich eben, ne? Also, weil ich drin bin. Dann würde ich die nämlich, wo sind meine, okay, einer. Wo ist der zweite? Wo ist denn dein Kollege? Ja, auf jeden Fall würde ich die hier rauslassen. Die sind hier ja gut aufgehoben. Da ist der Kollege. Hallo. Weil ich, wie gesagt, die Geräusche, die die machen, unglaublich schön finde. Also, schön. Angenehm. Nee. Und die schütteln immer so schön den Kopf. Nee. Seid ihr gerne hier? Nee. Wollt ihr zu mir mit ins Haus kommen? Nee. Wollt ihr Popo klatschen? Da sagt keiner nee. Ach ja, und ich habe hier die Köpfe, aber die schauen wir uns beim nächsten Mal an, denn ich friere gerade sehr und deshalb ja, gehe ich jetzt hier rein und beende die Aufnahme an dieser Stelle. Aber ich habe hier aufgestellt. Jetzt ist die auch pink. Die war gelb. Warum ist die jetzt pink? Die war gelb und die war blau. Och nö. Och nö. Minecraft hat dumme Sachen gemacht. Das ist gemein. Oh, ich dachte, jetzt habe ich hier verschiedene Farben, aber es sieht nicht so aus. Ich meine, ich könnte die jetzt, Moment, ich mache hier zu, damit nichts passiert. Ich könnte die abbauen und schauen, ob sie vielleicht doch noch die Farbe hat, die sie ursprünglich hatte. Ja. Sie wäre noch blau gewesen, so wie es ursprünglich gewesen ist, aber... Es tut mir sehr leid, das war keine Absicht.
Ich traue mich jetzt auch nicht, dieses Glas abzubauen. Ich weiß, dass die das Problem auch schon hatte. Naja, ja, genießt euer Disco-Haus. Gut, dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz wunderschönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, am Donnerstag gibt es den Stream auf Twitch und kein Video hier. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr vorbeischaut. Bis dann. Bye, bye.